Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zu diesem kurzen Update. Erst einmal ein kurzes Update und dann auch zum Livestream ab 9 Uhr. USA und China wollen schrittweise die Strafzölle zurücknehmen. Das kam heute Morgen aus dem US-Handelsministerium, sondern aus dem chinesischen Handelsministerium, dem man ja mittlerweile fast mehr Glauben schenkt aufgrund der Wechselhaftigkeit. Hätte man das jetzt aus den USA verkündet, hätte man jetzt dann noch gewartet, ist das dann auch bestätigt durch China? Ich glaube, diesen Spieß drehen sie nicht rum, sondern wir sehen jetzt direkt eine Reaktion, eine sehr starke Reaktion, da sie auch charttechnisch hier relevant ist, denn wir sind hier charttechnisch über 13.205 Punkte angestiegen. Das war ein Widerstand, den wir hier aus einem Trendwendemuster her noch hatten. Und das ist das Hoch hier von Mai 2018. 13.205. Darüber liegt jetzt ein Widerstand bei 13.381 und dann auch schon bei 13.600, dem Rekordhoch. Was die Strafzölle angeht, das Ganze soll in Schritten passieren, mit jeder Phase des Handelsdeals, des Vertrags, werden die Strafzölle zurückgenommen. In Phase 1, das ist noch nicht ganz klar, welche da zurückgenommen werden. Wir wissen aber auch, dass seit dem 1. September es Strafzölle gibt auf Elektronikgeräte, die von China in die USA exportiert werden, also von den USA importiert werden aus China. Jetzt haben wir am Dienstag gesehen, dass in der Handelsbilanz die Importe zurückgegangen sind, und zwar ziemlich deutlich zurückgegangen sind. Und das könnte bereits ein Hinweis darauf sein, dass sich die Binnennachfrage, der Konsum in den USA abschwächt. Vielleicht auch aufgrund der Strafzölle, vielleicht aufgrund der Tatsache, dass hier die Einzelhändler, die mit den Elektronikgeräten, die ganzen Märkte damit handeln, vielleicht auch schon die Preise angezogen haben oder Verbraucher sagen, wir halten uns jetzt hier zurück, wissen nicht, was kommt und das könnte ja das Weihnachtsgeschäft verhageln. Also es ist jetzt hier in höchster Zeit und zwei Tage später sehen wir jetzt, dass es dieses Aufeinanderzugehen tatsächlich gibt, das ja von China schon letzte Woche gefordert war. China sagte ja letzte Woche, zumindest von chinesischen Politikern wurde es dann über Bloomberg veröffentlicht, dass die zweifeln daran, ob man mit Trump wirklich einen langfristigen Handelsvertrag hinbekommen wird. Und die haben dann gefordert, ja, wir brauchen auch mit der Phase 1, bevor wir das unterzeichnen können, brauchen wir eine Rücknahme von Strafzöllen. Und das ist eine Big News für die Märkte, die ja schon aufgrund dieses Waffenstillstands, den es ja eine Weile gibt in diesem Handelskonflikt, ja bereits, die Weltwirtschaft hat bereits die Möglichkeit jetzt, sich ja zu heilen sozusagen, sich zu stabilisieren. Und die Aktienmärkte, die deutlich nach oben gehen, der DAX ja scharf nach oben gelaufen, nicht nur heute Morgen, sondern eben auch in den letzten Wochen, nimmt ja bereits vorweg, dass es einen Aufschwung konjunkturell geben könnte. Also das ist jetzt hier für alle schmerzhaft, die auf eine Rezession gesetzt haben, die vielleicht auf Leerverkaufspositionen sitzen. So eine Entwicklung, wie wir sie heute Morgen gesehen haben, deutet schon sehr stark auch darauf hin, dass hier Leerverkaufspositionen eingedeckt werden mussten. Gleichzeitig sehen wir eben auch, dass die Cashquoten bei Fonds immer noch auf einem hohen Niveau sind. Bei Geldmarktfonds in den USA, wo man ja kurzfristig Barmittel parkt, um eben in der Zwischenzeit eine gewisse Verzinsung zu bekommen. In Geldmarktfonds, die Cashbestände sind auf 1.000 Milliarden US-Dollar, also 1 Billion US-Dollar gestiegen. Das ist das höchste Niveau seit einer Dekade. Also technisch sieht es jetzt für den DAX über 13.205 bullish aus. Genau die kurzfristige Bild werden wir uns dann im Livestream jetzt anschauen. Also, wir haben zwei Entwicklungen.
die ich jetzt nochmal rekapitulieren möchte. Wir haben im Big Picture vom DAX, also im Monatskerzenchart, ein prozyklisches 1, 2, 3 hier ausgebildet. Und jetzt geht es darum, um die Frage, können wir per Monatsschluss über 13.381 schließen? Sollte das der Fall sein, dann hätten wir ein Signal mit einem Folgepotenzial bei 15.171 Punkten nach oben. Das würde bedeuten, wir hätten hier also ein Potenzial nach oben von gut 14-15%. Und das ist im Übrigen auch das, was wir im S&P 500, im SPX 500 Cash in den USA sehen und ableiten können. Denn dort haben wir ein Broadening Wedge ausgebildet. Dieses Broadening Wedge kann eine Trendfortsetzung und Trendumkehrfunktion sein. Wir haben es als Trendumkehrformation, da wir über das zweite Hoch hier drüber gehen. Wir können jetzt die Differenz von diesem Hoch zu diesem Tief, diese Strecke nach oben projizieren und kommen da ebenfalls bei gut 15% Potenzial nach oben raus. Bis zur 100% Projektion wäre dann das Ziel aus dieser Ausbruchsbewegung. Hier wird ja eine 18 Monate währende Seitwärtsphase nach oben aufgelöst. Diese Ausbruchsbewegung hat ein Zwischenziel bei 3.323 und dann 3.561 Punkten. Das ist sicherlich nichts für die Jahresendrallye, sondern das sind alles eher dann 2020-Ziele. Und Donald Trump, so scheint es mir, weil die sich so schnell jetzt auch annähern, ja, man könnte fast meinen, hätte das absichtlich so gemacht. Also so hinfahren, diesen Stillstand und die Eskalation, dass er jetzt, wo er in den Wahlkampf geht, eine Deeskalation, eine schnelle machen kann, um dann konjunkturell, was den Aktienmarkt angeht, 2020 für seinen Wahlkampf hier eine deutlich aufgehellte Stimmung zu haben, was eben seine Wiederwahl sichern könnte. WTI hier nochmal die Situation, Widerstand jetzt direkt bei 56,78, darüber 57,41. Das kann man hier im Blick behalten, diese beiden Widerstände. Ein Schlusskurs über 57,41 auf Tagesbasis könnte uns bringen in Richtung 61,71. US-Dollar zum japanischen Yen hier auf Tagesbasis versucht sich hier freizuschlagen über diesen Punkt 1. Also wir haben hier einen Impuls. Vor allem im Wochenchart, also mittelfristig ist ein Wochenschlusskurs über dieser Marke, würde quasi ein Potenzial ermöglichen Richtung 110,97, wenn wir über 108,48 schließen sollten. Kommen wir zum kurzfristigen Bild im 1-Minuten-Chart. Wir hatten die ganze Zeit, und das hatte ich mir heute Morgen auch gedacht, bevor diese China-Nachricht kam, wir sind immer noch im Rahmen von diesem Top, das sich gebildet hat am 5. November. Und da hatten wir dann so hier herumgehandelt. Und dann kam jetzt die Nachricht, dieses Top wurde damit rausgeräumt. Insofern eine bullische Entwicklung. Und ich kann hier den Chart bereinigen. Im Germany 30 sind wir hier auch impulsiv über diesen Widerstand 13.206 ausgebrochen. Im 5-Minuten-Chart bisher ein ganz normaler Rücklauf. Macht jetzt aber auch das Ende, das Tief von diesem Rücklauf zu einem neuralgischen Punkt. Denn machen wir kein neues Hoch und gehen wir jetzt unter 13.236, würde ein 1-2-3-Top entstehen im 5-Minuten-Chart. Ich wäre vorsichtig, hier ein 1-2-3-Top zu sehen, da nach so einem Spike nach oben ein gewisser Rücklauf normal ist. Aber man kann jetzt auch im 1-Minuten-Chart diesen Punkt 1 hier beobachten und das Verhalten von dem Punkt 1 oder an dem Punkt 1 ein Etablieren darüber jetzt könnte uns dann eben neue Hochs bescheren. Im SPX 500 auch ein ganz normaler Rücklauf. Da können wir das gleiche Spiel machen. Neuralgischer Punkt nach unten. 3.086,85 hier auf der Oberseite,
im 1-Minuten-Chart 3091,09. Starke Entwicklung bei Lufthansa plus 5% in der Aktie. Da hat man ja große Sorgen gehabt bei der Eurowings. Starke Entwicklung hier bei Lufthansa. Wir haben jetzt plus 4,7% in der Aktie, technisches Ziel 17,29 möglich. Das ist aus dem Boden, der entstanden ist im Jahr 2016, 2017, die 100% Extension. Wir gehen jetzt hier in die Kurslücke, die wir auch in den letzten Tagen auf 7CTV hatte ich darauf hingewiesen, da könnte ein Gap geschlossen werden. Genau diese Bewegung haben wir jetzt. Die Aktie fährt hier voll in diese Kurslücke rein und beginnt die zu schließen, 17,29 hier. Das Projektionsziel, ein Gap Close, wäre quasi an dem Schlusskurs bei 17,68 möglich. Ein Schlusskurs jetzt über 17,29 auf Wochenbasis könnte uns bringen Richtung 19,82. Die Quartalszahlen sind sehr gut ausgefallen. Die haben es tatsächlich geschafft, die Margen im Bereich Eurowings deutlich nach oben zu bewegen. Und das war ja das Sorgenkind die ganze Zeit gewesen, dass man also hier im Bereich Eurowings, dass die Eurowings den ganzen Lufthansa-Konzern nach unten zieht, was die Margen angeht. Hier hat man aber einen Turnaround geschafft, einen deutlichen Sprung nach oben. Und das zur gleichen Zeit, wo quasi Ryanair ja immer noch mit dem 737 Max in der Bestellung von Boeing, die müssen auf dem Boden bleiben, dürfen nicht fliegen. Gleichzeitig hat man eben auch hier auf der Margenseite große Probleme. Und das ist ja der ganze Konzern bei Ryanair, setzt ja auf diese günstigen Tickets. Bei Lufthansa auf der anderen Seite die Kernmarke, die sehr stark dasteht. Jetzt zur Zeit der Streik, man versucht immer noch eine Schlichtung, so wie es jetzt hier zu lesen ist, in den Ticker-Nachrichten eine Schlichtung hinzubekommen, dass man doch noch einen normalen Flugplan wieder da anstreben kann. Also auch der Streik heute, der beginnt, da ist die Flüge schon ausgefallen, könnte noch geschlichtet werden. Man arbeitet da mit der Kabinengewerkschaft und Kabinenpersonal UFO angestrengt zusammen. Auf jeden Fall die Aktie 5% im Plus. Und das sind die Chartmarken. Unterschreiten jetzt wieder von der 15,72, könnte uns zurückführen in Richtung 13,19. Aber rein technisch betrachtet haben wir hier ein 1,2,3. Aktie ist bis zum 4,23,6er nach oben gegangen. Das ist eine Fibonacci-Extension. Wir sind wieder auf den Punkt 1 gegangen und sind jetzt möglicherweise auf dem Weg zur 100% Extension aus diesem Impuls 1 hier ganz links unten zu sehen. Wenn wir uns orientieren an der vorbörslichen Spanne, dann ist hier zu sehen, dass natürlich jetzt durch die Nachricht die vorbörsliche Spanne
recht groß ist, 2,79 bis 1,83. Und erstmal ist jetzt die Situation jene, dass wir uns innerhalb der vorbörslichen Grenzen bewegen und insofern keine Trendbewegung bisher abzulesen ist. Die ist also hier nicht zu sehen. Ebenfalls sehr stark läuft Siemens heute Morgen. Siemens nach Quartalszahlen plus 3,9%. Hier haben wir bei der Siemens einen Boden ausgebildet, auch im August dieses Jahres, zusammen mit dem Gesamtmarkt. Die Aktie hat jetzt ein 4,23 6er Extensionsziel möglicherweise vor sich. 112,99 liegt dieses Ziel. Diese Fibonacci-Extensionen spielen nach meinem Dafürhalten eine große Rolle, da Trends, die sich entwickeln, über gewisse Verhältnisse nach oben ausdehnen. Und das, was wir hier sehen, ist eine mögliche Maximalausdehnung. Erst einmal Maximalausdehnung ab diesem Niveau kann man dann schauen, ob man eben hier einen Widerstand oder ein 1-2-3 Trendwendemuster oder Ähnliches bekommt. Das, genau so ein Trendwendemuster, hat es bei der Siemens in diesem Lauf nach oben nicht gegeben, sondern wir haben eine Serie aus höheren Hochs und höheren Tiefs hier gesehen. Und auch hier hätte es ja dazu kommen können, dass die Aktie hier unter diesem Tief schließt. Hat sie nicht getan. Hammerkerze, wurde mehrmals gekauft. Und dann hat sich die Serie an höheren Hochs und höheren Tiefs fortgesetzt. Und wir nähern uns jetzt einem neuralgischen Punkt, auf dem man dann wieder gucken kann, okay, kommt hier Gegenwehr in den Markt. Andernfalls, wenn sie über 112,99 schließen sollte, wäre Potenzial bis 121,58. Ansonsten droht hier nochmal ein Rutsch in Richtung der 104,17, was die 261er Fibonacci-Extension ist. Kann sein, dass der Markt hier ein bisschen pendelt. Ein Trendverhalten ist dann erst wieder erkennbar bei einem nachhaltigen Ausbruch über 2,79, also 13.279. Darunter muss man davon ausgehen, dass wir es zu tun haben mit einem trendlosen Verhalten, also aufpassen mit Ausbruchs-, mit Trend-Trading-Ansätzen, solange wir uns innerhalb der vorbörslichen Grenzen bewegen.
So, ich habe jetzt die Zeit kurz genutzt, wo der Markt hier seitwärts pendelt, um eine Push-Notification rauszuschicken. Jeder, der bei uns die Trading-App hat, kann diese Push-Notifications bekommen. Jeder, der die Trading-App hat und diese Push-Notifications nicht bekommt, aktiviert bitte innerhalb der App die Push-Notifications, dass sie also auf dem Screen erscheinen. Und dann bekommt ihr hier die Updates. Heute Morgen habe ich dieses Update auch rausgeschickt zu der Einigung, zu der China-USA-Nachricht mit den Strafzöllen. Und die seht ihr auch innerhalb der Plattform hier eben hier oben eingeblendet. Also Lufthansa plus 5% aktuell Tagesgewinner im DAX. Der Markt pendelt hier weiter seitwärts. Also ist ja hier auch genug Zeit gewesen, halbe, fast dreiviertel Stunde, dass der Markt diese Nachrichten darauf reagiert. Weitere Nachrichten heute Morgen. China erwägt hier eine Reihe von Fusionen im Bankensektor, um die Stabilität dort zu erhöhen. Iran hat einen die Inspekteure der Vereinten Nationen, da wollte einer sich die Atomanlagen anschauen. Da hat Iran keine Akkreditierung dem gegeben. Die Urananreicherung in Fordow in Iran ist auf dem Niveau, dass sie quasi fast schon wieder das Niveau vor dem Atomabkommen, das berichten die Arab News. Für den Moment hier ein Pendeln und eine Seitwärtsbewegung. Nach der ganzen Aufregung beruhigt sich der Markt, kommt zurück. Und das ist insofern nach meinem Dafürhalten, also so wie ich die Märkte sehe, erst einmal, da wir uns innerhalb der vorbörslichen Grenzen befinden, ist das ein trendloses Verhalten, also ein Pendeln. Unterstützungen sind jetzt zu sehen bei der 2,36, da wir hier im 5-Minuten-Chart dann durchaus die Möglichkeit hätten, nach diesem Kurssprung in 1, 2, 3 Top auszubilden. Ebenso wird das eben die gleiche Situation sein im SPX. Da muss man aber schauen, dass das Sentiment insgesamt sehr positiv ist und dass es da auch zu Fakes kommen kann, also lieber doppelt bestätigen lassen. Ein Schlusskurs, das haben wir auch schon oft gesehen, 5 Minuten Schlusskurs drunter, nächste 5 Minuten Kerze geht gleich wieder nach oben. Also da lieber mit doppelter Bestätigung arbeiten. Auf der anderen Seite kann man bei einer Aktivierung natürlich hier auch mit dem Fibonacci-Preiserweiterungswerkzeug Ziele bestimmen, mögliche Ziele. Nach oben. Lufthansa jetzt schon 6,3% im Plus. Jungheinrich nach Zahlen über 200-Tage-Linie plus 4%. Gabelstaplerhersteller. Auch mit einer Bodenbildung. Plus 5% aktuell schon. Also wir haben hier ein Trendwendemuster bei Jungheinrich. Quasi hier die 3 ist das höhere Schlussstand über dem Punkt 1. Überspringen jetzt hier die 24,77 und damit
gibt es jetzt hier auch die Chance, sollten wir uns darüber etablieren. Hätten wir so einen Breakaway-Gap, ja, in dem Bereich war ja auch mal eine offene Kurslücke. Da brechen wir jetzt nach oben raus. Und sollten wir uns darüber etablieren, wäre Potenzial bis 27,48 bei Jung Heinrich. Schlusskurs wieder unter 24,77 könnte uns wieder in diesen alten Gap-Bereich reinfallen lassen und eben zur 23,10er-Marke nach unten wäre hier die nächste Unterstützung, was ja auch so ein prominentes Hoch hier vom September war. Aber nach der Abwärtsbewegung hier bei Jung Heinrich in 1, 2, 3 Tief, Rebreak über dieses alte, tiefere Tief und Aktie ist hier mitten in der Bewegung. Ihr könnt deutsche Aktien CFDs bei Siemens Markets mit einer fixen Kommission von 5 Euro handeln, US-Aktien CFDs mit einer fixen Kommission von 10 Dollar, Stückzahl unabhängig, ob also 500 oder 5000 Aktien CFDs, kostet immer diese fixe Kommission. So, Germany 30 aktiviert ein 1, 2, 3 Top. Könnte sein, dass wir noch einmal die 206 testen. Ich sage hier dazu, dass wir immer noch in der trendlosen Phase sind im Germany 30. Das Ganze ist also trendlos. Und jetzt haben wir ein 1, 2, 3 Top, das ja einen Trend umkehren soll. Da wir uns aber in der trendlosen Phase befinden, gibt es eigentlich gar keinen Trend, den man umkehren kann. Dennoch zur Orientierung und um uns einen Kontext zu geben, zeichne ich es ein. Rechnerisches Ziel wäre 209 und 206. Die 209 Fibo-Extension, 206 ist der Punkt 2 von diesem alten 1, 2, 3 Top, das ja immer noch im Germany 30 aktiv ist. Um das euch nochmal zu zeigen, woher kommt diese Marke her? Die Situation, wenn man sich den Germany 30 anschaut und den blanken Chart im Monatskerzenchart, dann kann man schon einiges raus und ableiten über 1, 2, 3 Trendwendemuster. Wir haben zum einen einen 1, 2, 3 Top, mit dem möchte ich mal anfangen, da dieses immer noch aktiv ist und wir jetzt hier in einer spannenden Lage sind. Wir haben einmal hier das 1, 2, 3 Trendwendemuster. Wir sind bis zum 61,8 runtergegangen und wichtig hier an den Stellen, wo ich diese 3x hingezeichnet habe, da sind wir über den Punkt 1 drüber gestiegen und haben quasi dann uns dort ein neues Fundament gebaut. In der ganzen Zeit, wo wir über Rezessionen sehr viel gelesen und uns Gedanken gemacht haben, hat der DAX hier ein Übergangsjahr hinter sich gebracht, ohne erneutes Verkaufssignal. Er hat sich also stabilisiert, ist ein bullischer Druckaufbau entstanden, der sich jetzt nach oben entlädt, und zwar zum Punkt 2. Und dieser Punkt 2 liegt hier bei der 13.206. Aufgrund der Nachricht der Rücknahme der Strafzölle zwischen China und den USA, wenn es auch eine schrittweise Rücknahme ist, übersprang der DAX diese 13.206. Sofern wir über 13.206 uns etablieren, ist das Allzeithoch exponiert, das bei 13.602 liegt. Also alles über 13.206 ist dann mögliches Ziel 13.601,97. Damit mit dem Übersteigen von dem wäre quasi dann auch dieses Top deaktiviert. Wenn wir da uns optimistisch mal weiterarbeiten, haben wir erst der bärische Case, muss ich hier noch ergänzend dazu sagen, wir gehen unter 13.206, prallen da ab, dann wäre auch nochmal ein Rutsch in Richtung 11.698 möglich. Ja, der Handelskrieg kann auch wieder neu sich entfachen, haben wir ja oft gesehen, aus dem Nichts heraus ist die Stimmung plötzlich wieder schlecht, es kommen irgendwelche Tweets, das wird ja schon genügen, um hier die Stimmung einzutrüben. Also bärischer Case 13206
bleibt Widerstand, es gibt keinen Monatsschlusskurs darüber, wir prallen nach unten ab. Wenn wir den bullischen Case sagen, der Markt hat jetzt hier einen bullischen Druckaufbau und würde weiterlaufen für den Fall, dann können wir ein prozyklisches 1, 2, 3 einzeichnen vom Februar 2016 bis April 2016. Also hier wird ein 1, 2, 3. Wir haben hier bei der 13.383 die 1,618 der Fibonacci-Extension. Und man sieht, da hat der Markt nicht drüber geschlossen. Und das hat uns dann nochmal zurückgeführt an den Punkt 1. Der wurde getestet, erfolgreich getestet. Und wir laufen wieder nach oben, machen jetzt hier einen erneuten Run, einen erneuten Versuch, so sieht es aus, in Richtung 13.383 anzusteigen. Ein Schlusskurs darüber könnte uns dann bringen zum nächsthöheren Ziel. Und das wäre dann die 15.174, die 2,618er Fibonacci-Extension. Ja. Andernfalls ein Abprallen, ein Unvermögen des Marktes über 13.383 zu schließen, könnte uns zurückführen in Richtung 12.277. Und das ist so das Big Picture, das ich für den DAX derzeit und wie ich das derzeit für den DAX sehe. So, jetzt haben wir nämlich genau die Situation, Schlusskurs knapp drunter, sofort wieder drüber. In Germany 30 das Gleiche, Schlusskurs drunter, gleich wieder drüber. Also insofern ist das, was ich, wovor ich vorhin gewarnt habe, wir haben ein trendloses Marktphase, da kann kein Trend umgekehrt werden. Da ist also so ein 1, 2, 3 Top suspekt, sollte möglichst doppelt bestätigt werden. In dem Fall wurde es nicht doppelt bestätigt, sondern es gab eben dieses direkte Zurückschnappen. Also das ist alles suspekt. Diese Trendwende wird jetzt auch sofort attackiert von den Käufern. Und jetzt muss man gucken, ob wir eben über die vorbörsliche Grenze nach oben drüber kommen können. Das also schaffen, darüber anzusteigen. Und uns dann eben in Richtung Trendbewegung sogar freischlagen können. Damit dann auch schönen guten Morgen an der Stelle an alle, an den US-Trader, an Tom and Short 1964, neuer Name hier an Bord. Schönen guten Morgen. Euro-Dollar kann ich gleich was dazu sagen. Hugo, schönen guten Morgen. Kaffee würde dich interessieren. Ja, das kann ich jetzt gleich mal machen. Also Euro zum US-Dollar. Euro, US-Dollar. Ist da die technische Situation? Ich lasse mal den Chart klein, weil ihr wird es jetzt gerade spannend. Vermeintlich spannend. Also Situation hier im Euro-Dollar ist, dass wir ein 1-2-3-Trendwendemuster haben. Also im Big Picture die 1,23,30. Ich komme gleich zu Euro-Dollar nochmal. Erinnere mich bitte dran, sollte ich es vergessen. Wir machen nämlich jetzt gerade ein neues Hoch und damit auch den Versuch, eine Trendbewegung zu entfachen. Also neues Tageshoch im Germany 30 gerade bei 13.285,95. Sollte diese Kerze über dem vorbörslichen Hoch schließen, müssen wir deren Hoch anklicken. Mit der horizontalen, mit der Widerstandslinie. Ja, also wir haben eine Signallinie. Ein Schlusskurs jetzt über 2,8595 würde bedeuten, wir bekommen ein Signal für eine Trendbewegung. Ohne SPX, Stefan M., guter Hinweis, im Trader-Chat auf YouTube, ob das so gut ist, wenn der SPX nicht mitmacht. Jo, also was wir hier schon sehen, ist, dass wir eben einen bullischen Druckaufbau haben im SPX. Der SPX hat eben nicht unter dem Punkt 1 geschlossen. Umkehrschluss heißt, müsste eigentlich ein bullischer Druckaufbau nach oben, könnte jetzt stattfinden. Aber natürlich müsste der SPX jetzt auch über 3093,58
um das zu bestätigen. Insofern, Stefan M., absolut richtig. Deine Besorgnis, das sollte sich gegenseitig bestätigen. Germany 30 in letzter Zeit aber stärker. Wir haben eine der größer gewichteten Aktien, Lufthansa, Siemens, heute mit guten Quartalszahlen, die natürlich hier auch für eine gewisse Outperformance heute im DAX zum SPX in den USA sorgen. Sagen der SPX hier kein Verkaufssignal liefert, könnte das genutzt werden, hier den DAX weiter nach oben zu bewegen. Ist aber alles ein bisschen zweifelhaft. Ja. Also die Sorge von Stefan, von dir, drückt sich auch aus in diesem marginalen Schlusskurs über dem vorbörslichen Hoch und jetzt auch nur ein marginaler Schlusskurs über der Signallinie. Also die Zweifel sind nicht nur bei dir. So, jetzt nochmal Euro-Dollar. Also Euro-Dollar, Big Picture, die Situation, dass wir ein 1, 2, 3 Trendwendemuster haben. Also hier, ich bin im Monatskerzenchart, eine 1, 2, 3 haben hier nochmal das bestätigt. Bedeutet normalerweise das Ziel bei 1,005 im Euro-Dollar. Kurzfristig sehen wir jetzt hier so eine Gegenbewegung. Also erstmal hier Abwärtsbewegung, dann Gegenbewegung nach oben in Form von einem 1, 2, 3 Tief, das wir hier bei Euro-Dollar ausgebildet haben. Und wir sind fast bis zum 1,618 drüber gegangen, rutschen jetzt unter die 61,8er Marke, also 1,1075, wo wir jetzt aktuell sind, ist also zunächst als Widerstand anzunehmen. Sollte man da drunter bleiben, wäre ein Rutsch in Richtung 1,10 möglich, ansonsten Erholung bis 1,1122 und dann nochmal 1,1196, sollte man auch da drüber schließen. Kaffee, wie sieht es da aus? Beim Kaffee haben wir immer noch eine aktive Bodenbildung aus dem Mai, April, Mai dieses Jahres und haben quasi dieses 1, 2, 3, das wir da ausbildeten, zunächst hier bis 4,23,6, dann sogar bis 5,81 nach oben ausgedehnt. Das dann nochmal getestet, den Punkt 1, und sind jetzt über 4,23,6 angestiegen. Bedeutet hier 5,81 könnte nochmal getestet werden. Gleichzeitig haben wir hier ein 1-2-3 Top dann ausgebildet. Ja, es ist oft so die Zone zwischen 4,23er und 5,81er so prädestiniert, weil man dann maximale Ausdehnung hatte aus dem erstmal aus dem Boden. Da muss erstmal wieder ein Rücksetzer kommen, bevor wir dann auch über dieses Hoch dann nochmal drüber kann. Und da kann man sich jetzt orientieren, 1, 2, 3 an dem Punkt 102,25. Ja, sollte man also die 102,25 als neue Unterstützung bestätigen, hätte man einen bullischen Druckaufbau nach oben und könnten quasi dieses gesamte Top rausräumen und hätten dann noch weiteres Potenzial nach oben für eine übergeordnete Trendbewegung. Ja. Was man sicherlich auch machen kann, ist hier im Wochenchart, da wir ja wirklich hier eine starke Abwärtsbewegung hinter uns haben. Im Wochenchart ist hier das Big Picture quasi 103,85, sollte man da drüber schließen, würde ein 1, 2, 3 reaktiviert werden. Sollte man dann auch da drüber bleiben, wäre 115,58 nach oben möglich. Ja, andernfalls rutscht er während der Woche, die Woche ist ja noch nicht zu Ende, wieder darunter. Könnte man quasi nochmal den ganzen Weg hier in Richtung von dem Punkt 2 gehen. Also nochmal 92,65 testen. Aber Kaffee Arabica gerade dabei, ein 1, 2, 3 Tief, ein 1, 2, 3 Boden zu aktivieren. Schaeffler war auch eine Frage von Mehdi. Schönen guten Morgen an dich, herzlich willkommen an Bord. Mehdi schreibt, ist eine Analyse der Schaeffler AG möglich? Natürlich. 2,5% innerhalb dieser Woche, schon ein bisschen mehr als 2,5%.
Ich meine, da hat es gute Quartalszahlen gegeben, nicht wahr? Wir haben bei Schaeffler auch wieder diese rezessionsangstbedingte starke Abwärtsbewegung. Hier jetzt dann aber ein schöner Impuls, tieferes Tief, höheres Hoch. Insofern kann man sich jetzt hier an diesen FIBO-Marken orientieren. 1, 2, 3 in der laufenden Woche aktiviert die Schaeffler ein 1, 2, 3 Tief, aktivierten Boden. Ein Schlusskurs über 9,39 und etablieren darüber könnte uns bringen Richtung 10,25. Darüber dann im Schlusskurs auch in Richtung 11,65. Scheitern wir an der 9,39er Wochenschlusskursbasis darüber zu schließen, könnte man quasi nochmal einen Rutsch sehen und nochmal einen Test quasi von der 7,99. Da liegt das Punkt, der Punkt 1 aus dem Trendwendemuster. Grundlagen zu den Trendwendemustern bekommt ihr im Trader-Chat. Da habe ich gerade den Link reingestellt. Da ist ein Erklärvideo zu den 1, 2, 3 Trendwendemustern in dem Ganzen, was ich hier dann immer anwende, ist hier zu sehen. Bedenken von Stefan M. Oh, wenn der SPX das nicht mitmacht, wie sieht es dann aus mit der Nachhaltigkeit von diesem Ausbruchsversuch im Germany 30? Diese Skepsis war angebracht. Germany 30 hier hat zwar also gerade mit Ach und Krach da jetzt die Signale gegeben, aber eben, das muss ja alles immer überzeugend sein. Der will ja eine Trendbewegung noch weiter nach oben machen, ist schon 100 Punkte im Plus. Überzeugend war das auf keinen Fall. Marimano, schönen guten Morgen. Philipp Kurz, grüß dich. Trader Boss, Klaus Broscheid, schönen guten Morgen. Peter Nägel. Karl-Heinz S., auch ein neuer Name, schönen guten Morgen. US-Trader Albi, Huckleberry Finn, servus, willkommen an Bord. Ralf Mandl, schönen guten Morgen. Klaus Brinkmann, servus, Stefan J., guten Morgen. Tom Linux hat sich ein bisschen aufgeregt heute Morgen, dass ich die Tatsache, dass China sich in Euro verschuldet, nicht positiv kommentierte. Das war mir ein bisschen entfallen. Ich hatte eigentlich in der Vorbereitung mir das vorgenommen, genau das positiv zu würdigen. Weil das natürlich für die Eurozone und für den Euro positiv ist, der ja auch ein gewisser Gegenentwurf ist gegen den US-Dollar. Insofern schon positiv. Viele haben ja kritisiert, dass sich die Eurozone und die EU insbesondere in dem Fall sich so passiv verhalten hat in diesem Handelskonflikt. Dann natürlich Belange, wie die US-Regierung hier sieht in Sachen Spionageverdacht bei Huawei und Copyright und Privatdaten und Urheberrechtsschutz, ja, und auch einen freieren Marktzugang und so weiter mit China. Das sind natürlich auch Dinge, die uns betreffen. Allerdings arbeitet die EU mit China an einem Investitionsabkommen, um gegenseitige Investitionen zu erleichtern. Und später sogar, so heißt es, wird beabsichtigt, ein Freihandelsabkommen anzustreben. Also da passiert schon viel, aber eben nicht so öffentlichkeitswirksam per Twitter, wie das Trump tut. So, und jetzt wird es hier tricky, weil wir jetzt die Gefahr haben, da wir ein neues Tageshoch haben, aber hier einen Trend nach oben auszudehnen, das haben sie versucht, wenn jetzt kein höheres Hoch kommt, sondern ein tieferes Tief unter 2,73, dann wäre ja quasi der Aufwärtstrend, ein Ausbruch wäre dann valide, könnte umgekehrt werden mit dem 1,23 Top. Das heißt also 13,273 ein Schlusskurs drunter, würde ein valides 1, 2, 3 Top entstehen lassen. Hier müsste dann bestätigend der SPX unter 3086,85 drunter gehen. Rainer Lothar, schönen guten Morgen an euch.
Peter A. vermutet, das wird eine Seitwärtsspanne. Tom schreibt, die Euro-Verschuldung auf Euro-Basis hat nichts mit US-Dollar zu tun. Also es gibt hier drei Ansätze. Das eine, der Euro hat den Renminbi besser nachgebildet auf Offshore-Basis. Das war ein Grund. Einige Banken sagten auch, es gibt tatsächlich die Bedenken, dass die Beziehungen zu den USA langfristig mit einem Stopp, Investitionsstopp, versehen werden könnten, dass es da also Probleme gibt. Und das dritte war dann tatsächlich auch der Zins, der günstiger auf Euro-Basis ist. Die Mehrheit, muss man auch dazu sagen, der diesjährigen Verschuldung der chinesischen Regierung fand nach wie vor auf US-Dollar-Basis statt. Ich glaube, das waren jetzt 12 Milliarden und die haben 180 Milliarden aufgenommen. Und das andere war alles US-Dollar. So, 13.273, das Tief, das ein 1, 2, 3 Top erzeugen könnte. Thomas L. schreibt von der Commerzbank, 1,7% im Minus aktuell. Commerzbank, die Situation, dass wir hier ein 1, 2, 3 tief ausgebildet haben, das weiterhin aktiv ist, auch reaktiviert wurde. Wir sind bei der Commerzbank unter die 5,76 gefallen, was einen Rutsch ermöglicht in Richtung 5,55, 5,76 nach oben als Widerstand anzunehmen. Ein Rutsch unter 5,55 könnte uns bringen in Richtung 5,21, über 5,76 Potenzial bis 6,11. 1,6% im Minus aktuell, die Commerzbank. Oh, und jetzt muss man schauen, gehen wir da drüber.
beziehungsweise drunter unter 13.273. Wenn ja, hätten wir Fibonacci-Ziele. Erstes Ziel 2,61. Kritisch wäre die Geschichte, wenn er das jetzt aktiviert, dass der SPX das nicht bestätigt. Insofern wäre das nicht sauber. Lufthansa plus 7% aktuell, schließt also weiter die Kurslücke. Da sind noch 35 Cent jetzt übrig, 17,30 ist die Kurslücke. 17,65 ist der Schlusskurs, bei dem dann die Kurslücke geschlossen wäre. Kommt nicht viel an Bewegung vom SPX. Das lässt den Markt jetzt hier in einer sehr niedrigen Volatilität zurück. Rheinmetall kappt die Umsatzprognose. Wegen dem Autosektor. Aktie trotzdem im Plus. Das heißt natürlich auch schon was. Also hier auch schon vieles eingepreist. Und Rheinmetall durchaus spannend, da wir hier ein 1, 2, 3 Top haben. Also anhaltende Schwäche im Automarkt bei Rheinmetall. Rüstungskonzern hat hier die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr kassiert. Plus 4% war für 2019 erwartet worden, jetzt nur noch plus 1%. Die operative Marge soll aber beibehalten werden. Bei 8% liegen. Und hier bei Rheinmetall die interessante Situation, dass wir im April 2018 hier ein Trendwendemuster ausbildeten und hatten dann erst wieder Probleme, also sind dann volle Extension gegangen bis zum 4,23,6er Level, hatten dann zweimal hier Probleme, quasi den Punkt 1 zu attackieren, taten das dann, haben nochmal das Mindestziel erreicht und sind jetzt eben über dem Punkt, den die Aktie davor nicht schaffte zu überwinden, über 110,67 sollte das weiterhin der Fall sein. Wir testen jetzt gerade hier den Punkt 2, der liegt hier bei 117,90 und sollten wir den überschreiten können, das heutige Tageshoch liegt auch in dem Bereich, sollte man überschreiten können, wäre hier eine Trendwende möglich. Über 119,35 wäre das Top hier deaktiviert und dann hätten wir hier die Möglichkeit für die Aktie nach oben zu laufen.
Ziele nach oben kann man dann bestimmen, auch wenn es jetzt gleich unübersichtlich wird, zeichne ich hier dennoch ein weiteres Fibonacci-Extensionswerkzeug ein an dem Boden, der an dem 423-6er entstanden ist. Und hier ist also dann nach oben die Möglichkeit gegeben, für Rheinmetall in Richtung 135,29 zu steigen, wenn wir hier die 119,35 aus dem Weg räumen und uns eben über 114,81 dann auch anschließend etablieren. Der Stefan schreibt, können wir den SPX im 5-Minuten-Chart als Flagge betrachten? Ja, ist möglich. Also durchaus, wenn man klassisch hier die ganze Geschichte sieht, also hier quasi das hier die Flagge. Und von der Struktur her haben wir ja hier im 5-Minuten-Chart ist das eine neutrale Konsolidierung. Da wir auf Schlusskursbasis kein tieferes Tief gemacht haben, also auf 5 Minuten Schlusskurs unter 3086,85 kam nicht zustande. Hier sieht man es. Insofern hier ist das im SPX hier eine bullische Flagge bisher. Technisch eintrüben würde sich das Ganze, wenn wir da drunter gehen. Germany 30 läuft hier ohne den SPX, ohne Bestätigung durch den US-Markt, aktiviert dann 1,2,3, mögliches Ziel 13,261. Das Ganze ist aber heikel, weil der SPX eben solche Signale nicht bringt. Jetzt muss man gucken, ob wir 13,273, ob wir uns darüber etablieren können oder ob das nicht funktioniert. Connor, schönen guten Morgen. Udo Schirk, auch herzlich willkommen an Bord. Guten Morgen. So, was passiert bei Gold in diesem ganzen Umfeld? Das können wir uns hier zu Gemüte führen. Gold 3 Dollar im Minus. Beim Gold die Situation
dass wir hier versucht haben, eine höhere Handelsspanne zu etablieren. 15,2 bis 15,17, das hat ja nicht geklappt, wir sind runtergegangen und könnten jetzt die Handelsspanne von zuvor fortsetzen. 15,2 bis 14,77. Unter 14,77 wäre dann die 14,70 interessant. Ich bin hier im Stundenkerzenchart, eine Kerze, eine Stunde, 14,70.1 von dem 1-2-3 Tief entstanden, 1. Oktober. Insgesamt beim Gold aktives Top, also bärischer Einfluss übergeordnete Zeit Anfang September für den Goldpreis. Wenn wir eine Trendwende haben wollen, müsste eigentlich die 1470 hier unten noch einmal bestätigt werden als Unterstützung. Pendel, Pendel, Pendel. Robert Weitzer schreibt, wo habe ich hier den Chat? Robert Weitzer, herzlich willkommen erstmal, viele Grüße nach Österreich. Bin seit 13.286 Short, spätestens mit US-Eröffnung sollte Rücksetzer kommen. USA, normalerweise zur Eröffnung 15.30 Uhr, erhöhte Volatilität. Und hier der typische Fall von dem Aktivieren von dem 1, 2, 3. Eine schwarze Kerze und alles, was danach kommt, sind entweder Umkehrkerzen wie diese Hammerkerze oder irgendwelche Dojis, die einfach zeigen, da kommt danach nichts nach. Ja. Also die Flagge Konsolidierung ist weiterhin intakt, ist auch eine bullische Flaggenkonsolidierung. Ja. Und wir können verschiedene Flaggen haben, das kann sich ja immer noch wandeln, aber ich möchte mal den Unterschied euch zeigen. Den Unterschied. Der ist quasi, wenn ich einen Anstieg habe und dann habe ich eine Flagge. Dann ist das die bullische Form von der Flagge. Auf der anderen Seite kann ich aber auch sowas hier haben und das wäre eine bärische Form von der Flagge, da ich nämlich hier ja ein tieferes Tief habe, ein 1, 2, 3. Ja. Wenn sich das dann noch bestätigt, dann kann das auch eine Trendwende werden. Hier hingegen wird es einmal ein Rücksetzer-Tief, das kommt ja logischerweise auch bei normalen Trendverhalten, und dann wird dieses Tief immer wieder bestätigt. Und dann ist halt die Folge, dass es möglicherweise nach oben dann ausbricht. Ja? Also hier linke Seite bullisch, das hier bärisch. Das, was wir bisher haben, ist technisch betrachtet die bullische Form. Außer der SPX würde jetzt unter 3086,85 drunter gehen. Und so nach diesem Kriterium, nach diesem einfachen Kriterium, kann man eben auch filtern, ist das jetzt eine bullische Konsolidierung, die wir da gerade haben,
Ist das eine bärische Konsolidierung? Und dann habe ich immer noch keine Garantie dafür, wie es weitergeht, aber ich habe halt den Kontext. Und das ist schon die halbe Miete. Wunderbar, ich klinke mich an der Stelle wieder aus, sag beziehungsweise lade euch auch herzlich ein, morgen wieder einzuschalten, letzter Handelstag dieser sehr bullischen Woche. Ab 9 Uhr bin ich wieder live, bis 10 Uhr. Wenn ihr euch in der Zwischenzeit austauschen wollt, tut das gerne über den Chat, den ihr auf YouTube findet. Der Livestream läuft weiter, da habt ihr dann auch den Chat weiterhin zur Verfügung. Habt einen schönen Tag, erfolgreichen Tag und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.